Freunde der Fitness und Gesundheit, heute ist Samstag, der 8.8. Ein denkwürdiges Datum, denn ich habe heute meinen 43. Eieiei. Also, hättet ihr mir vor 20 Jahren jemand vorgestellt, der 43 ist, hätte ich gedacht, oh, der ist aber schon Daddy, der ist schon alt. Jetzt, wo ich 43 bin, denke ich nicht so. Es mag vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass ich selber sehr verspielt bin. Manche möchten sagen albern. Aber ich versuche mir damit einfach so diesen kindlichen, dieses kindliche Unbeschwerte zu erhalten. Nach 400 Metern links halten und weiter auf Bamberger Ringbrücke, Lauensteinstraße. Ich bin auf dem Weg zu meiner Mama. Und zwar hat die einen veganen Käsekuchen für mich gebacken. Ich glaube sogar drei habe ich gesehen im Ofen. Oh, ich liebe ja Käsekuchen, ne? Und sie hat immer Hammergeschenke. Also wenn man mich fragen würde, was ich mir wünschen würde, könnte ich es gar nicht beantworten. Also könnte ich gar nicht sagen, ja, ich brauche das und das und das und das. Aber sie trifft da immer voll ins Schwarze. Keine Ahnung warum. Ich habe heute auch, weil ich bin ja so ein Typ, der so gern nachwürzt, richtig genial, so elektronische Pfeffer- und Salzstreuer, so mit LED. Links halten und weiter auf Barmbecker Ringbrücke. Weil ich liebe in meiner Diätphase die Tom-Kar-Tofu-Suppe, so ein thailändische Curry. Nach 600 Metern einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, sorry, um halb links auf Jahnbrücke abzubiegen. Aber ich fahre seit 100 Jahren mit Navi. Ich war ja früher in der Moderation tätig, bin durch ganz Deutschland gefahren, ganz Deutschland gereist, Norditalien, Holland, Dänemark, was ich alles nicht gemacht. Und ohne Navi wäre ich da verloren gewesen, weil es ist nicht nur so, dass ich natürlich nicht den Weg weiß, so direkt nach Nürnberg. Ja, ich weiß, es liegt im Süden, aber welche Autobahn jetzt da die beste ist, das würde mir jetzt nicht auf Anhieb einfallen. Und das nächste ist, dass man dann immer in irgendeinen Stau reinkommt und das Navi lenkt einen halt. Einen beliebigen Fahrstreifen benutzen, um halb links auf Jahnbrücke abzubiegen. Halb links auf Jahnbrücke. So, aber das Video soll heute jetzt mal darum gehen, dass ihr, sofern ihr 25 seid oder 30 seid oder 32 oder 35 oder was auch immer, keine Angst habt, jetzt vor diesem Alter, was ich jetzt habe, also jetzt gut mit 90 wird es wahrscheinlich nicht mehr die Ultra-Fitness in euch drin sein, aber ich kenne dem Streckenverlauf Sportler, 3 Kilometer folgen, auch noch mit über 80, über 90 Marathon laufen. Es sind so viele Faktoren, deshalb ich propagiere immer diese gesunde Ernährung, Fitness. Es heißt jetzt nicht, dass ich von morgens bis abends mich nur ultra gesund ernähre. Das wäre eine Lüge. Aber nur, scheiß Navi, ist runtergefallen, Babs. Aber nur, weil ich das jetzt nicht mache, möchte ich euch trotzdem das an die Hand geben. Weil nur, weil du jemand sagst, mach mal dies und das, macht er das ja nicht von heute auf morgen zu 100%. Ja, der wird da auch nachlässig werden und so. Und ich hab einige Kunden, ich muss Athleten, Patienten, die, wenn sie sich gehen lassen, wird es noch katastrophaler. Also ich kriege ja jetzt keinen Athleten, weil er in schlechter Form ist, und ich kriege auch keinen Patienten, weil er super gesund ist, sondern ich kriege ja die Leute erst dann meistens, wenn sie wirklich Probleme haben. Und ich habe zum Beispiel einen Athleten, der kriegt jetzt überall, bam, 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 überall Haarausfall. Aber so, das nennt man diffusen Haarausfall, wenn es überall passiert. Ja? Also es gibt den Kreisrunden, dann passiert es nur hier oben, und den diffusen, der passiert überall. So, da habe ich ihm gesagt, jetzt lass irgendwie mal echt mal das Fleisch weg. Bei aller Liebe. Ja, ich esse ja nur Hähnchenbrustfilet, hat er gesagt. Das ist natürlich auch Fleisch, ist klar. Ne? Ich sage, mach's doch einfach mal. Ich meine, mir ist doch egal, du kannst mit mir auch mit Glatze rumlaufen, das ist dein Ding. Aber ja, ich glaube, er ist 32. Ich meine, ich bin 43. Jetzt kann man sagen, ja, bei dir ist das Genetik. Genetik bedeutet immer nur, dass man positive Grundvoraussetzungen hat, die trotzdem bei fehlerhaften Verhalten dir weggenommen werden können. Also, wenn der eine gute Genetik hat von der Gesundheit her, dann kann der vielleicht das Rauchen länger kompensieren als der andere. Trotzdem ist es für beide nicht gesund. Und das hat auch mit Angst, zum Beispiel ich benutze keinen Föhn, ja, weil diese Hitzeeinwirkung auf das Haar ist nicht optimal. Ich benutze Sachen, die ich im Haar drin lasse, wovon man mir immer abgeraten hat. Ja? Also deshalb, die meisten Experten da draußen sind echt Murksköpfe, und ich kann das erklären. Ich war gestern in einem BAF-Laden. BAF ist so eine bedarfsartgerechte reguläre Fütterung. Das ist also wirklich jetzt
das, was das Tier essen würde, wenn es draußen leben würde. Es wird ja jetzt nicht eine Dose kaufen, wo irgendwie ein bisschen Getreide drin ist und irgendwelches gekochtes Fleisch, sondern es ist so richtig auf die Katze, auf den Hund, je nachdem, was du barfen möchtest, abgestimmt. So. Und hinterm Tresen steht einer, der sagt mir, also erstmal hat er ein bisschen dicke Bauch gehabt, mit Sport hat er bestimmt nichts zu tun. Und muss ich rechts abbiegen, sehe ich gerade. Und dann geht er auch noch draußen vor die Tür und schmückt erstmal eine. So, und der erzählt mir, wie ich gesund meine Katze zu ernähren habe. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich benutze Leinöl. Und er sagte, ja, das ist gar nicht gut für Katzen. Das können die gar nicht, das ist richtig schlecht und so weiter. Und ich habe mich wirklich viel belesen in diesem Bereich. Und dann denke ich immer, Klapskalli, nimm es mir nicht böse, aber entweder sind deine Tipps nicht wirklich gewinnbringend oder du hast sie nie angewendet. Ich meine das gar nicht böse. Ich war neulich bei einer Heilpraktikerin, weil ich so der Schulmedizin nicht immer so super eingestellt bin und hier noch ein Schmerzmittel und da noch, sondern ich versuche immer so ein bisschen die Ursachen zu ergründen. Und die Dame selber ist super nett gewesen, wirklich eine super nette, liebe Frau. Aber Übergewicht, Knie kaputt, Rheuma. Und dann höre ich, Mann, dieses scheiß Handy. Und dann höre ich, dann höre ich, wie im Nachbarraum eine Katze miaut, aber so, als ob du die erwürgst. Ja, also nicht miau, sondern ich kann es gar nicht vormachen. Das klingt ja wie so ein Schaf. Egal. Und dann macht sie die Tür auf und ich sage, lass sie doch rein, Mensch. Ne? Macht sie die Tür auf und dann kommt so ein richtiger Garfield entgegen. So kurze Beine, so fett. Und dann denke ich, meine Fresse, ganz ehrlich, die Katze bedeutet dir doch was. Wie kannst du nach 400 Metern links halten und auf Bramkamp bleiben. Deshalb, schaut euch immer so ein bisschen die Experten an, die euch Tipps und Tricks verraten. Das heißt nicht, dass jemand, der eine Glatze hat, sich nicht auskennt im Bereich Haarwachstum, Follikel, was auch immer. Ja? Sondern es geht nur darum, dass man auch irgendwann mal links halten und auf Bramkamp bleiben. Hast du das jemals für dich praktisch auch gewinnbringend vollzogen? Und das ist so, was ich euch mit an die Hand geben will. Wenn ihr euch einen Fitnesstrainer nehmt, sollte der schon ein bisschen dicke Arme haben. Ja, also der muss jetzt kein Bodybuilder sein, aber da muss man schon sehen, Mann, der hat auch mal eine Hantel in der Hand gehabt und die wog jetzt mehr als 10 Kilo. Fragt ihr jemand in Fachbereichen von Gesundheit, muss der... Der darf nicht dauernd husten oder müde aussehen oder abgeschlagen sein oder das geht alles nicht. Wir haben doch eine Verantwortung, ja? Also als Soldat hast du eine Verantwortung, dass du die verteidigst im Kriegsfall, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Als Polizeibeamter hast du die Verantwortung, dass du den Schutz gewährst, die sich selbst kaum schützen können, ja? Als Fitness-YouTuber oder Fitness-Athlet oder was auch immer, Fitness-Influencer, so heißt es ja, hast du die Verantwortung, dass du den Leuten immer wieder Gesundheit und Fitness näher bringst. Ja, ich kann mich auch super gesund ernähren und kein Bodybuilding machen, alles okay. Kann ja auch Tennis spielen oder sonstiges und bin trotzdem fit und gesund und alles gut. Für mich war der Kraftsport nur das Maß der Dinge, weil ich wollte natürlich ein gewisses Maß an Muskulatur haben. Das sieht beim Mann immer eigentlich mal ganz gut aus. Ja, wenn er nicht aussieht wie ein Mäuschen. Und ich wollte auch irgendwie natürlich mal fest zupacken können. Und ich wollte auch eine Schutzfunktion bieten. Der Darm an meiner Seite, ja. Das macht alles so ein bisschen mehr Hintergrund, ja. Ich habe, gehe jetzt auf meine Vergangenheit nicht so sehr ein, aber da hätte ich mir manchmal gewünscht, dass ich eine andere Optik gehabt hätte. Weil ich war früher 67 Kilo schwer und skinny fett. Also das ist der Supermagnet für die Frauen. Wenn du Bauch hast, keine Kohle und auch noch keine Muskeln. Das ist klasse. Da kommen sie ja aus allen Löchern. Leider nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, das war so. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, dann kann ich das den Frauen ja nicht vorwerfen, wenn ich selber aussehe wie ein Klapskalli. Ja, man muss halt was für sich machen. Das ist, hat ja auch eine Frage der Selbstwertschätzung. Das Selbstwertgefühl, also was bin ich mir selber wert? Und da muss man einfach was für sich machen. Und ich spreche da aus Erfahrung, weil ich natürlich unheimlich einen hohen Kundenkreis habe, die sich lange vernachlässigt haben, weil sie dachten, es geht auch ohne. Ja? Und es geht halt nicht ohne Sport, egal welchen Sport ich mache, aber es geht nicht ohne Sport und es geht nicht ohne gesunde Ernährung. Jedenfalls nicht lange und nicht gut. Okay? Und das ist das, was ich euch näher bringen will. Ich will euch damit gar nicht abnerven, es geht mir einfach nur darum, dass ich hoffe,
das auch nur bei draußen von euch nur einem Klick macht und ihr sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Glatze, ich habe keinen Bock mehr auf dünnes Haar, ich habe keinen Bock mehr auf dicke Bauch, auf Schmerzen im Rücken, Schmerzen in den Knie, ich habe keinen Bock mehr auf Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schlafprobleme, ich habe keinen Bock mehr auf Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, was auch immer, was auch immer. Es gibt 40.000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Und wenn ich die eine Gesundheit für mich habe, dann habe ich die anderen alle ausgemerzt. So, und das ist das, warum ich immer helfen möchte. Ich habe damals keine Hilfe bekommen. Ja, also die Hilfe, die mir angeboten wurde, das war von Leuten, die mich eigentlich über den Tisch ziehen wollten. So, und wenn du dich aber nicht selber auskennst, weißt du ja nicht, will dir mal was Gutes oder was Schlechtes, oder bist ja froh, wenn überhaupt sich jemand mit dir unterhält. Und deshalb, es gibt da draußen so viele. Nach 200 Metern links abbiegen auf Atemreihe. Und ich gucke sie manchmal, und es klingt ein bisschen hart, aber ich gucke sie manchmal an, und ich würde am liebsten sagen, ganz ehrlich, Kollege, wenn du so viel Ahnung hast, warum siehst du so scheiße aus? Ja, wenn ich die Lottozahlen kenne, dann tippe ich links doch bewusst abbiegen falsch. Auf Papenreihe. Ja? Aber egal, wir sind alle nur Menschen und wir haben alle mal Schicksalsschläge, und vielleicht hat er jetzt gerade, ist er, keine Ahnung, von seiner Frau verlassen worden, was ihn aus der Bahn geworfen hat, und jetzt hat er sich vernachlässigt und hat gesagt... Dem Straßenverlauf von Papenreihe einen Kilometer folgen. Keine Ahnung, also... und das macht ihn auch nicht zum schlechten Mensch, nur letztendlich geht es ja um mich und meine Katze, wenn ich in dem Laden drin bin. Und da kann ich nicht so viel Rücksicht nehmen auf seine Lebenssituation. Okay, Leute, also deshalb schaut euch diesen Profi an, der euch berät, schaut ihn euch. Er muss, am besten sieht er so aus, wie ihr auch aussehen wollt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Mr. Olympia werden wollt, dann braucht ihr meine Tipps nicht machen, weil ich baller mir nicht den ganzen Kram rein, und deshalb kann man nicht so aussehen. Du kannst nicht Mr. Olympia werden mit Danone Fruchtzwerge. Funktioniert nicht, ja. Geht nicht. Und deshalb, also wenn ihr sagt, aber ey, hier so ein 44er Oberarm, okay, wunderbar, Haare, okay, ja, nicht am Mund gefallen, hat sich mit dem Thema auch beschäftigt, macht jetzt nicht nur 3 Jahre Fitness und sagt, ich sag euch jetzt mal, wie es geht, sondern ist 26 Jahre dabei, 14 Meisterschaften, hat den ganzen Quatschkram auch studiert. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schaut ihr meine Videos, dann seid ihr herzlich willkommen, dann und ich mache, ich versuche nie Quatschkram zu erzählen, also ich würde jetzt nie einen Tipp geben, wo ich mir nicht wirklich sicher bin. Der wohl Praxis. Nach 400 Metern einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Kollausstraße B447 ja, abzubiegen. Also jetzt nur, weil ich mal irgendwie in einer im Apothekermagazin oder wie das heißt, was gelesen habe, da steht sowieso nur Murks drin übrigens. Wie heißt denn die Apothekerumschau? Genau, Apothekerumschau. So ein Murkskram, echt. Also so wenig Halbwissenheit, was da drin steht. Einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Kollausstraße B447 abzubiegen. Es tut mir leid, Scheiß dran, dass es immer dazwischen quatscht, aber es ist meine Möglichkeit, mit euch zu kommunizieren, immer auf den langen Fahrten, und vielleicht seht ihr drüber hinweg. Alles Liebe, alles Herzliche. Ach, er will abbiegen. Okay, das ist Handy. Na gut, okay, jetzt will er doch nicht abbiegen. Erst will er abbiegen, dann will er doch nicht abbiegen. Euer Sascha, ciao.